Alles heißt Rauch ist jetzt hier beim Freudensprung. Heute ist wieder Markttag. Jeden Samstag ist Markttag. Ja, von wie viel bis wie viel Uhr? Von 9 bis 14 Uhr. Von 9 bis 14 Uhr ist Markttag. Ja. Okay. Und jetzt hängen Sie hier Forellen hin? Jawohl, frisch geräuchert. Da habe ich jetzt eine Rauchzeit gehabt bei dem Wetter von heute von 1,5 Stunden. Jetzt sind sie richtig in der Farbe. So sehen sie aus. Na? Und jetzt kommen sie vorne hinten in die Schaukaste. Da können sie auch ein klein wenig abkühlen. Einfach damit man sie nicht so heiß verpacken muss. Heute habe ich auch was Spezielles dabei. Heute habe ich Dorade noch mit dabei. Dorade im Heißrauch ist was ganz Feines. Ja, und wenn ich die richtig gute kriege, und dann habe ich sie da, wenn nicht. Wie gesagt, habe ich sie selten, relativ selten, aber die sind richtig klasse. Also Sie angeln selbst und räuchern selbst? Ich räuchere selbst, angeln tue ich schon 50 Jahre. Und habe eine eigene Räucherei daheim in Lobach, also im Wald, wie man spricht, da habe ich eine Lachsräucherei. Und ansonsten, wie gesagt, wird draußen auf den Märkten geschafft. Wochenmärkte, ja, Events und so weiter. Also man kann sie auch buchen für Events? Ja, selbstverständlich. Mit Fisch natürlich, gar kein Problem. Und Sie räuchern immer vor Ort hier mit diesem schönen Räucherkamin? Immer live. Immer live. Das heißt also, wie gesagt, die Leute kommen, sie sehen den Ofen, sie sehen den Rauch, sie können schmecken, sie kriegen es frisch aus dem Ofen, besser geht nicht. Zu Hause habe ich noch eine Lachsräucherei. Und da wird der Lachs geräuchert, weil auf jedem Markt wird frisch geräuchert. Ich hole mal eine Seite raus. Die kommt jetzt aus dem Kaltrauch. So, und da haben wir jetzt Kastanienholz dran. Ich räuchere die ganze Woche schon mit Kastanienholz. Durch Kastanienholz dran an dem Fisch. Das heißt, wir haben einen kräftigen Rauch. Aber auch, ich sag mal, vom Geschmack her, rauchtechnisch nicht überdimensioniert, weil ich ein Stückel davon noch mit aller Holz abfange, damit er nicht zu rauchig einfach wird. Ja. Weil den Fisch verraucht und Kaltrauch geht ganz schnell. Wie kann man bei Ihnen vorbestellen, wenn jemand Angst hat, dass zu früh schon ausverkauft ist, weil es ja bei Ihnen schon öfters vorkam? Ja, ganz einfach, so wie hier beim Freudensprung auch. Einfach anrufen, die Leute, wo mein Kettel habe, mir direkt hier am Hof mich anrufen, kriege ich es reserviert. Oder drin eben bei der Dame an der Kasse, ist überhaupt kein Problem. Die sagt mir das dann und wir schreiben einfach eine Abholerliste. So, für heute haben wir jetzt schon insgesamt bis jetzt 6 Abholer. Vorhin haben Sie auch einen Anruf bekommen, das war auch eine Bestellung? Ja, das war meine älteste Kundin. Das ist die Sibylle. Die Sibylle wird 93. Und die Sibylle, die ist heute, das weiß ich, beim Friseur. Dann lässt sie sich hierher fahren, holt ihren Lachs und ihre Forelle ab. Respekt. Ja, mein größter Respekt für die Sibylle. Die ruft mich immer an, ja, und mit der bin ich schon seit Jahren per Du. Kalle, es hat einen ganz gewissen Grund, wie man eine Forelle, eine frisch geräucherte, frisch gefangene Forelle aufschneidet wegen den Gräten. Zeig's mal bitte. Ja, das ist überhaupt kein Problem. Da gibt es eigentlich insgesamt drei Schnitte, die sind unproblematisch. Zeig's gerne. Weil die meisten probieren jetzt als Beispiel den Fisch zu filetieren. Dafür ist die Forelle jetzt im Moment viel zu weich. Gibt ein Riesenproblem und über die Schnittbewegung hat man den Fisch ratzfatz zerschnitten. Die andere Methode, wo auch gerne gemacht wird, ist der Schnitt über den Rücken. Da haben wir selber Probleme, weil wenn das Messer nicht rasiermesserscharf ist, hier oben und hauchdünn, wird der Rücken, also hier die Lende, das eigentliche Sahnestück nach oben, zerschnitten. Deswegen gilt bei der Forelle, wer operiert, verliert. Aber ein Schnitt über die Seitenlinie, einmal, zweimal, dreimal und einmal in die Mitte und nach oben. Und sofort habe ich die Lende, also das Sahnestück, separiert, drehe es rum, ziehe die Haut ab, liegt es auf dem Teller. Jetzt drehe ich den Fisch um. Hier haben wir das Allergleiche. Die zweite Lende. Man sagt auch Loin dazu. So. Und jetzt kann man sich einfach unten mit den Rippen Zeit nehmen. Das heißt, man schiebt es nach unten. Dann wird hier die Hauptgräte frei. Man sieht sie hier.
Die wird hinten leicht angehoben und ganz vorsichtig nach vorne gezogen. Noch ein klein wenig nachgeguckt und dann ist der Fisch fertig zum Essen. Dasselbe jetzt kann man auch als Gegenbeispiel bei der Dorade machen. Die Dorade hat keine gerade Seitenlinie, die hat eine geschwungene, wie ich es hier zeige. Aber der Effekt über diese Schnitttechnik ist der allergleiche. Das heißt, es funktioniert bei jedem Fisch, weil jeder Fisch hat eine Seitenlinie. Vielen herzlichen Dank für die Schulung. Immer gerne, kein Problem. So, und von der Menge? Das Doppelte von dem, was ich gerade habe. So. Noch ein bisschen. So. Okay. So, ein Stück zum Probieren nämlich auch. So, bitte schön, aber natürlich doch, gerne. Alles gut? Alles Beste. So soll es sein. So, drei. Jetzt sind wir bei 11,50. 50 Cent vielleicht, oder 1,50 €. Kalle, wir haben jetzt hier einen Lachs mit zwei verschiedenen Räucherarten. Ja, wir haben jetzt hier auf der linken Seite von mir aus gesehen, haben wir jetzt den Stremellachs. Stremel ist ein heißgeräucherter Lachs und Stremel heißt nichts anderes wie Streifen und mehr nicht. Oder Teilen, die zwei Begriffe kennt man für den Stremel. Das heißt, er hat jetzt knapp 100 Grad bei 1,5 Stunden jetzt bei den heutigen Wetterverhältnissen. Und jetzt ist er fertig und ja, und jetzt ist er verzehrfertig. Da an der rechten Seite haben wir einen kaltgeräucherten Lachs und man kennt beim Fischräuchern allgemein drei verschiedene Temperaturzonen. Man kennt den Kaltrauch, mit beim Lachs jetzt 25 Grad. Man kennt den Warmrauch, da habe ich jetzt heute nichts mehr dabei, mit knapp 60 Grad. Und man kennt den Heißrauch zwischen 90 und 120 Grad, bei mir frei, immer nach Wetterverhältnis ganz unterschiedlich. Danke. Gerne. Jetzt fällt es, Bruna, ist das nicht der Elend, oder? So, gerne. Magst du? Poli? Ja, richtig? Ja. Soll ich dann den von der Haut ziehen? Ja, bitte. Wie willst du auch? Dann musst du sagen. Auch ohne Haut. Ja, bloß wie viel brauchst wie viel? Du? Ich mache mal so. Ah, ja. Ja. Da kriege ich jetzt von dir 15. So. Und jetzt ziehe ich da den von der Haut. Und dann könnt ihr daheim schneiden, wie ihr wollt. Wahnsinn! Okay. Jetzt ist der Uli, das tue ich da markieren. Das mache ich immer so gern bei den Männern. Gut aus. Ja. So. Kalle, gib ja. Mir in die Kamera, das sollen die Leute sehen. Das ist die Markierung für die Männer, damit man es nicht verwechselt. Danke. Gerne. Wie erkennt man einen guten, frischen Lachs? Man kann ihn einfach jetzt so wie beim Geräucherten, wenn man ihn von der Haut nimmt, einfach nach unten schneiden. Ein Stück, das andere Stück. So, und jetzt haben wir hier unten das Dunkle, was man hier sieht, das ist die fetteste Stelle am Fisch. Und genau hier fängt ein Lachs an, nach Fisch zu riechen und nach Fisch zu schmecken. Heißt aber im Klartext, er ist schon dementsprechend in einem gewissen Alter. Weil das ist das Fetteste, was es gibt am Fisch. So, und wenn der jetzt bei mir nach Fisch riecht oder nach Fisch schmeckt, hätte ich jetzt quasi davon einen Fisch liegen, der dementsprechend schon relativ alt ist. Deswegen einfach mal probieren. Geht jetzt gerade nicht. Ich hab's okay, probier's mal gut noch einmal. So, gerne. So, es darf niemals nach Fisch riechen oder nach Fisch schmecken. Es darf niemals nach Fisch riechen oder Fisch schmecken, obwohl es Fisch ist. Ja, natürlich, ganz klar. Der frische Grad ist genau das ist der Indikator für den frischen Grad vom Fisch. Aha. Ich bin öfters Wortsinn. Ja. So, ich kriege mal einen Probierer von mir. Oh,
frisch aus dem Rauch. Da ist Kastanienholz dran. Bitte schön. Soll da der Schnitt? Du bist jetzt im Schaffel, du bist ganz. Okay. Von der Menge her, ich sag's mal, Sie sagen ja oder nein, völlig in Ordnung. Bin das gewohnt. Am Anfang hat sich das ein bisschen anders dann noch dargestellt. Ich heiße Böhmer, Mann. Für zwei Personen vielleicht zu groß. Warte, nur für zwei ist richtig gut. Ja, naja, dann eben. Wenn Sie möchten, wenn nicht, nehme ich Ihnen gerne kleiner. Ja, ja. Soll ich ihn vorschneiden? Bitte. Hier ziehe ich wohl schneller als. Alles gut. Nö, Sie kommt jetzt auch ins Fernsehen. Heute Abend in den 20 Uhr Nachrichten. Kalle, ein bisschen nach links. Bisschen nach links? Ja. So. Und zwar einmal, zweimal, dreimal. Jetzt fährt man hier rein und schon haben wir den hier rein. Genau, sind jetzt alle gleiche. Sehen Sie? Ja. So geht es gleich. So. Ich kann nie in Zeitlupe vorschneiden. Alles gut. Manfred, magst du ans Fenster? Nein, ich weiß nicht. Frischfleisch direkt vom Erzeuger hier bei Freudensprungs Markttag in Dielheim. Wen dürfen wir vorstellen? Die Frau Birgit Ross. Und was haben Sie anzubieten? Geflügelspezialitäten von Ziegler aus Bammental. Das heißt also, hier im Nachbarort wird frisch geschlachtet und hier beim Freudensprung auf dem Markttag verkauft. Richtig. Und jetzt für die Bürger, jeden Samstag von wie viel bis wie viel Uhr? Von 8.30 Uhr bis 13 Uhr. Okay. Sehr gut. Und bei Ihnen kann man auch etwas vorbestellen? Richtig, genau. Am besten Tag oder zwei Tage vorher anrufen. Dann können Sie das bei uns im Laden bequem vorbestellen und ich bringe es Ihnen dann hierher mit. Okay. Liebe Zuschauer, wenn Sie jetzt etwas bestellen möchten, ganz knackfrisch geschlachtet. Es zappelt auch nicht mehr, aber rufen Sie einfach an und zwar wo? In Bammental, die 06223 40395.